Das nenne ich mal ein Willkommen. Die Exzellenten haben dazugelernt. Nicht übel für ein paar Typen, die mit leeren Händen von der Station geschmissen wurden. Ich sehe nur die Leichen, die sie hinterlassen haben. Unser Lieferant wartet. Los jetzt, wir kommen noch zu spät. Will ich es überhaupt wissen? Nein. Es? Das können Sie nicht machen. Wir leben hier. Dann hätten Sie Ihre Schutzgebühren bezahlen sollen. Und da fragt sich Sloan, warum die Leute zum Kollektiv gehen. Sagen Sie das nochmal. Na los! Wie sollen wir da draußen überleben? Nicht mein Problem. Sie sind nicht besser als die Nexus. Geben Sie uns nicht die Schuld daran, dass Sie Ihre Schutzgebühren nicht bezahlen können. Sloan leitet keine verdammte Wohltätigkeitsorganisation. Pathfinder, sind Sie vielleicht an den Diensten des Kollektivs interessiert? Woher wissen Sie, wer ich bin? Das Kollektiv legt großen Wert darauf, über alle wichtigen Ereignisse und Personen in Helios Bescheid zu wissen. Das klingt eher nach Informationsmaklern als nach Piraten. Das eine schließt das andere nicht aus. Was genau geht zwischen dem Kollektiv und den Verbanden eigentlich vor? Offiziell überhaupt nichts. Und inoffiziell? Wir stecken unsere Grenzen ab, Pathfinder. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Wer ist der Scharlatan? Es scheint niemanden zu geben, der mir darauf eine klare Antwort geben kann. Der Scharlatan ist unser Anführer und eine Privatperson. Selbst ich bin ihm noch nie persönlich begegnet. Sie nehmen Befehle von jemandem an, den Sie nicht kennen? Ich bin einigen seiner Vertreter begegnet. Leuten, die im Namen des Scharlatans sprechen und seinen Willen umsetzen. Aber wer auch immer der Scharlatan ist, ob Mann oder Frau, er versorgt uns. Mit Informationen, Unterstützung, Ressourcen. Und das genügt mir. Mir ist nicht ganz klar, was das Kollektiv eigentlich ist. Verständlich, denn wir haben viele Facetten. Stellen Sie sich uns als Dienstleister vor. Wir erfüllen die Bedürfnisse unserer Kunden. Selbst wenn es darum geht, andere zu töten und zu bestehlen. Überleben ist ein schmutziges Geschäft, Pathfinder. Im Gegensatz zu den Verbanden sind wir jedoch nicht von Hass getrieben. Ich bin mir sicher, der Scharlatan wäre durchaus bereit, mit der Nexus zusammenzuarbeiten. Sofern sich die Initiative als vernünftig erweist. Mal angenommen, ich würde mich Ihrer kleinen Gang anschließen wollen. Wie würde ich das anstellen? Sie sind zwar deutlich berühmter als unsere üblichen Mitglieder, aber die Entscheidung, wer sich uns anschließen darf, liegt alleine beim Scharlatan. Wenn Sie Potenzial haben, wird unser Anführer an Sie herantreten. Üblicherweise geschieht das durch einen seiner Vertreter. Und dann? Für einige war es das schon. Andere müssen möglicherweise eine Prüfung bestehen. Es ist bei jedem Rekruten anders. Danke für Ihre Zeit. Gerne, Pathfinder. Nichts zu danken. Wer trinkt, bezahlt auch. Ich sagte. Sie warten bestimmt auf jemanden. Kein Interesse.
Shena. Aber nennen Sie mich Reyes. Ich hasse Decknamen. Ich dachte, Sie wären Angaranischer. Der Widerstand bezahlt mich für Information und andere Dinge. Sie sind ein Schmuggler. Vane Tereth wurde von Sloane Kelly, der Anführerin der Verbanden, verhaftet. Jeder weiß, was er Moshai Sefer angetan hat. Das Volk fordert seine Hinrichtung. Und Sloane ist eine Frau des Volkes. Egal, wie Sie es nennen. Sie ist eine Kriminelle. Sie arbeiten für die Initiative. Sloane war Teil des Aufstandes auf der Nexus. Sie wird Ihnen Vane nicht einfach überlassen. Ich hoffe, wir werden uns einig. Es gibt vielleicht noch einen anderen Weg. Bearbeiten Sie Sloane. Ich rede mit dem Widerstand. Wie erreiche ich Sie, falls etwas schief läuft? Hey, die Rechnung. Stimmt so. Dachte ich mir. Ja dann. Sir, ja. Erzähl mir etwas über Sloane Kelly. Bevor sie sich der Initiative als Leiterin der Nexus-Sicherheit anschloss, diente Miss Kelly in der Allianz. Ihre Akte aus dieser Zeit ist nahezu makellos. Nahezu? Sie war an mehreren Auseinandersetzungen mit anderen Offizieren beteiligt. Sie ist also ein Hitzkopf. Na toll. Verstärkt hier und hier die Verteidigung. Die Cat werden nicht mehr lange so ruhig sein. Was ist? Netter Thron. Muss ich jetzt Ihren Ring küssen? Sehr witzig. Also, was führt einen Pathfinder in unseren Hafen? Vane Tereth. Klingelt da etwas? Was wollen Sie von ihm? Und keine Lügen. Ich brauche ihn, um auf ein Flaggschiff der Cat zu kommen. Sie scheinen die Cat nicht zu mögen. Ich tue Ihnen also einen Gefallen. Caldera ist ein Hafen der Angara. Sie wollen Vanes Tod und ich will, dass Sie glücklich sind. Es geht hier um weit mehr als Politik. Sie brauchen nicht Vane, sondern sein Wissen. Reden Sie mit ihm, bevor ich seinen Kopf aufspieße. Der Widerstand sollte über wen richten, nicht Sie. Mir fehlt die Zeit für eine Moraldebatte. Gehen Sie. Euer Hoheit. Sie sind hier nicht willkommen. Das hätte besser laufen können. Vielleicht hatte Mr. Vidal ja mehr Erfolg. Eure Hoheit. Pathfinder, hier drüben. Und? Haben Sie sich nett unterhalten? Ja, ich glaube, sie mag mich. Keine Sorge. Ich habe eine andere Lösung gefunden. Lassen Sie mich raten. Es gibt einen Haken, richtig? Keinen neuen. Vergessen Sie nicht, dass Aphra Vane lebend will. Wenn Sie drin sind, geben Sie ihm das. Es wird sich durch alles fressen, worin Sloane ihn gefangen hält und kann nicht zu uns zurückverfolgt werden.
Ein Agent des Widerstandes wird warten und Vane aufsammeln. Hoffentlich sind Vanes Informationen die Mühe wert. Das müssen Sie dann beurteilen, nicht ich. Um die Ecke ist ein Wartungsschacht. Ich schicke Ihnen den Zugangscode auf Ihr Universalwerkzeug. So kommen Sie rein. Der Rest sollte dann eigentlich kein Problem mehr sein. Danke. Sie retten mir das Leben. Naja, Ihnen vielleicht nicht, aber Vane auf jeden Fall. Kommen Sie ins Tartarus, wenn Sie fertig sind. Die erste Runde geht auf mich. Versprochen. Versprochen ist versprochen. Also, darfst du es nicht gesprochen? Ach, ich lasse sie mit noch rein. So einfach. Sieht aus, als führt er zu einem Lagerraum. Sam, ist da oben jemand? Keine Wärmesignaturen geortet. Sie können den Raum betreten. Geil. Was wollen Sie? Das Schiff des Archons. Wo ist es? Eine neue Verhörtaktik? Fällt Sloan dir nichts Besseres ein? Vergessen Sie, Sloan. Ephra schickt mich. Wenn Sie mir helfen, kann ich Sie zum Widerstand zurückbringen. Wo ich wieder in einer Zelle lande. Vane, Sie haben die Moschei verraten. Was erwarten Sie denn? Naja, zumindest richtet der alte Mann niemanden hin. Das Schiff des Archons, wo ist es? Weiß ich nicht. Die Befehle kamen über einen Cat-Transponder. Sie könnten allerdings eine Frequenz nutzen, um den Archon zu finden. Haben Sie ihn? Nein, ich habe ihn außerhalb der Stadt vergraben. Er müsste noch dort sein. Das ist Ihr Weg hier raus. Ein Widerstandskontakt erwartet Sie. Wollen Sie gar nicht wissen, warum ich die Moschei verraten habe? Klären Sie mich auf. Wir verlieren den Krieg gegen die Cat. Und dennoch bringt Ephra mein Volk in Gefahr, um eine nutzlose alte Frau zu beschützen. Also haben Sie etwas unternommen? Ich nahm ihm die Entscheidung ab. Der Archon wollte nur die Moschei. Ich dachte, wenn ich sie opfere... Ich wusste nicht, was die Cat meinem Volk angetan haben. Der Archon hat ihren Groll auf Ephra ausgenutzt. Wäre Ephra ein besserer Anführer? Wie auch immer. Jetzt trage ich die Konsequenzen. Pathfinder, der Kommunikator ist außerhalb der Waffenstillstandszone vergraben. Ich empfehle Ihnen, ein Team dorthin mitzunehmen. Vetra, Drak, sind Sie zurück von... was auch immer Sie gemacht haben? Ja, unser vollkommen legales Geschäft ist ohne jegliche Zwischenfälle verlaufen. Es hat eben Vorteile, einen Kroganer dabei zu haben. Sagen Sie Gil, er soll den Nomad startklar machen. Ich muss zu einem Ort außerhalb der Stadt. Er ist ein Angara. Sowohl im Gesicht als auch am Bauch finden sich mehrere Schnittwunden. Noch eine Leiche. Für diesen Scheiß zahlen die mir nicht genug. Es gab mehr als einen Mord? 7, wenn ich richtig gezählt habe. Aber das ist alles, was ich weiß. Vielleicht hat der Mr. Vidal weitere Informationen, Pathfinder. Sind Sie okay? Was? Oh, ja, natürlich. Dann sollten Sie vielleicht etwas leiser verzweifeln, damit Sie nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. Scheiße. War es so offensichtlich? Ja.
Was ist denn los? Ich habe mich vor einigen Wochen den Verbanden angeschlossen. Katis hat mir befohlen, Schutzgebühren zu kassieren. Ich dachte, das wäre einfach. Aber es sind so viele Leute. Ich habe Namen verwechselt und eine Bewohnerin rausgeworfen, die ihre Gebühren bezahlt hatte. Haben Sie nicht protestiert? Doch, natürlich. Aber das tun Sie alle. Wir hören kaum noch zu. Sie haben sie einfach rausgeworfen, ohne Fragen zu stellen. Sie müssen mir nicht noch mehr Schuldgefühle einreden. Ich habe darüber nachgedacht, sie zu suchen, aber ich kann nicht riskieren, dass Katis von meinem Versagen erfährt. Ich brauche diesen Job, um meinen kleinen Bruder zu ernähren. Unsere Mutter liegt noch auf der Nexus im Kälteschlaf. Er hat nur mich. Ich suche nach ihr. Ich brauche nur ihren Namen und vielleicht ein paar Hinweise, wo sie sein könnte. Remy Tamayo. Sie muss zur Abfertigung in den Slums gewesen sein. Aber danach? Keine Ahnung. Der Direktor weiß vielleicht mehr. Alle, die in die Badlands verbannt werden, müssen bei ihm vorbei. Okay. Aufträge, die ich später mal irgendwann mal erledigen werde. Sie sind der... Nein, nicht zurück zu Tempest! Oh, fuck! Damit. Was ist los, Ryder? Warum eine Dringlichkeitssitzung? Ich habe keine einberufen. Das war ich. Ich habe eine beunruhigende Nachricht erhalten, als wir auf Kedara waren. Es gibt Spannungen in der kroganischen Kolonie auf Eladen. Die Lage ist ernst. Spannungen unter Kroganern? Was sie nicht sagen. Ich würde nicht Ihre Zeit damit verschwenden, wenn es nicht wichtig wäre. Wir müssen hin. Ich stimme zu. Nakmur Morda hat sich zum Overlord der Kolonie aufgeschwungen. Das ist merkwürdig. Nein, für uns hat der Archon Priorität. Wir müssen uns auf seinen nächsten Schachzug konzentrieren. Jarl hat recht. Ich weiß, dass es frustrierend ist, mit so vielen Unbekannten zu operieren. Aber wir müssen einander zuhören. Okay, und wenn wir schon dabei sind. Ich habe gehört, wie Gesetzlose auf Kedara über Aktivitäten im Remarf-System geredet haben. Nein, das ist das System, in dem sich die Turianische Goldene Welt befinden sollte. Remarf? Dort gibt es keine lebensfähigen Planeten. Nur ein Asteroidenfeld, in dem Verbrecher Bergbau betreiben. Eladen soll auch ziemlich unwirtlich sein. Voller marodierender Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Mist. Niemand kämpft härter als Leute, die nichts zu verlieren haben. Wir müssen erst den Cat-Transponder finden, der uns zum Schiff des Archons führt. Unser Ziel lautet, hier eine neue Heimat zu schaffen. Und man weiß nie, wozu etwas gut sein kann. Wie auch immer. Geben Sie Kello die NAV-Punkte für Ihr Laden und diese potenzielle turianische goldene Welt. Wir wollen alle Optionen verfügbar haben. Hey. Von wegtreten oder Sitzung beendet war nicht die Rede. Sitzung beendet. Weitermachen. Eigentlich genau das wollte ich erreichen. Dass die anderen Welten nur freigeschaltet werden. Ach ja? Wann hatten Sie zuletzt eine normale Unterhaltung? Sie unterwerfen und versklaven andere nicht einfach nur. Die Cat nehmen einem alles, was man ist, und nutzen es zu ihrem Vorteil. Sie sind der schlimmste Feind, den man sich vorstellen kann. Ein Feind, der einen dazu bringt, gegen seine eigenen Leute zu kämpfen. Und dieses Wissen verfolgt Jarl jeden Tag. Jetzt, da wir die Wahrheit kennen. Freunde, Nachbarn, sie alle wurden verwandelt. Und sie sind loyal gegenüber dem, was sie verwandelt hat. Das alles geht ihnen ziemlich nahe. Kandros will wissen, welche Strategie wir gegen die Cat verfolgen wollen. Ich habe mit Drag gesprochen. Wir könnten unsere Guerillataktik ausweiten, militärische Berater der Angara hinzuziehen, den Aufstieg weiter erforschen. Aber ich weiß einfach nicht, was das Richtige ist.
Ich wünschte, ihr Vater könnte mir einen Rat geben. Wieso? Sie machen das doch gut. Nizira, ihr Vater. Sie hatten immer einen Plan, an den ich mich halten konnte. Ohne klare Strategie kann es viel zu leicht passieren, dass jemand zu Schaden kommt. So wie jetzt. Sämtliche Pläne der Initiative sind gescheitert und deshalb sterben Leute. Ja, wir sind im Blindflug. Wir werden Jahre brauchen, um uns von diesem Chaos zu erholen. Unser größtes Problem sind die Cat. Ich sollte mich also besser wieder an die Arbeit machen. Sarissa wird wissen, was zu tun ist. Wir müssen sie und die anderen Asari nur finden. Es wird gut tun, wieder Gewissheit zu haben. Yep. Ach ja? Wann hatten Sie zuletzt eine normale Unterhaltung? Sie haben meine Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Also, Kello, wer ist diese Frau, mit der ich Sie ständig auf der Nexus sehe? Was? Wer? Sie sind immer knapp an Credits, wenn wir zurückkommen. Ist sie der Grund dafür? Es ist... Das ist nicht. Für Sie sind alle auf diesem Schiff nur Experimente. Aber ich habe keine Lust, Ihr Versuchskaninchen zu sein. Wir haben es geschafft, Ryder. Sie haben den Flugschreiber der Asari repariert? Ja, ein paar alte Zugangscodes, ein wenig Datenwiederherstellung durch Sam und schon konnten wir den letzten Kurs der Arche ermitteln. Die NAV-Punkte sind im System. Wir können uns auf den Weg machen, sobald sie soweit sind. Der Flugschreiber war ziemlich stark beschädigt. Sind diese NAV-Punkte verlässlich? Was haben wir denn schon zu verlieren? Selbst im schlimmsten Fall kommen wir der Arche zumindest ein bisschen näher. Wir brauchen die Asari und Sarissa mehr als je zuvor. Ich vertraue darauf, dass sie sie finden, bevor die Cat es tun. Noch mehr Dosen. Sind Sie da sicher, Sexy? Wir wissen nicht, wie lange unsere Rationen vorhalten müssen. Wir haben trotz des Handels mit den Darren Eier noch keine verlässliche Nahrungsquelle in Ihnen. Ich bin sicher, Sie finden eine Lösung. Sind jetzt im Orbit von Kadara. So. Kein Schiff hier aufzudecken. Ich wollte eigentlich gerade zur Haval, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir zu der Arche.
Signale hier draußen. Selbst das Funkrauschen von der Geißel ist leiser. Unheimlich. Ich empfange etwas. Schicke Sonde aus. Das ist Korras Nav-Punkt. So, dann werden wir mal kurz hier alle Planeten hier auf diesem Sternsystem erkunden und dann machen wir schon kurz einen Cut. Weil man morgen fängt langsam an, sich zu beschweren. Und ich brauche einen kurzen Päuschen. Viele von euch, die schon selbst Mass Effect Andromeda gespielt haben oder andere Videos angeguckt haben, wissen, wie Haval aussieht. Aber ich glaube, die es nicht wissen, würden denken sich gerade, geh jetzt endlich mal zu Haval! Ja, nach der Arche, versprochen. Anomalie auf den Sensoren. Schicke Sonde aus. Anomalie gefunden. Anomalie auf den Sensoren. Schicke Sonde aus. Orte ein großes Mineralienvorkommen. So. So, meine Freunde, wir sagen mal, mach ich mal kurz das Päuschen und sagen bis gleich.